Next, please. Ja, bitte, bitte, come in, please. Freut mich außerordentlich. Herr Kaminski, schönen guten Tag. Ja, Kaminski, eine Ehre, Sie supporten zu dürfen. Ja, Sie mich auch. Schön, dass Sie da sind. Ja. Sagen Sie mal, bin ich hier richtig auf dem Arbeitsamt? Was grinsen Sie denn so? Herzlich willkommen im GEC. Wo bin ich gelandet? Im GEC, im German Employment Center. Mein Name ist Sven Senftenberg, ich bin Ihr Personal Job Manager. Ach du liebe Güte, ja. Sit down, please. So. Ja, danke, ernst meinerseits. Also. So, Herr Kaminski. Oh. Ja. Sie searchen also nach einem neuen Job. Wo soll's denn hingehen? Was ist Ihr Field? Mann, was für ein Ding? E-Commerce, IT-Consulting, Research. Also was nehmen Sie denn bei uns zu sich? Amphetamine oder was? Wo ist denn eigentlich Herr Schäfer? Herr wer bitte? Na, mein Sachbearbeiter, Herr Schäfer, der Dicke mit der Brille, der fiese Sack. Ach so, Herr Schäfer, ja, der ist leider im Rahmen der Umstrukturierung einer Verschlankung zum Opfer gefallen. Waren Sie Freelancer? Ich war Müllmann. Aha, Müllmann, ja. Sie waren aber Kunde bei uns hier. Wie jetzt Kunde? Also Herr Schäfer hat immer gesagt... In welcher Kategorie, darf ich fragen? Standard, Klassik, Premium? Standard, Klassik, Premium? Ich sehe gerade. Premium. Gratuliere. Danke, ja. 4 Jahre nicht im Business. Ja, wie denn? Gibt da keine Arbeit, oder? Ja, muss ich intervenieren, Herr Kaminski. Muss ich intervenieren. Es gibt wahnsinnig coole Jobs im Moment. Ach, tatsächlich? Ja, aber natürlich. Infobroker, Webmaster, Eventmanager, Application Engineer. Wozu hätten Sie Lust? Ecke. Auf einen Englischkurs in der Volkshochschule. Ja. Sie waren, was sagten Sie, Müllmann war bei der Stadtreinigung. Müllmann. Ah, ja, jetzt sehe ich's, ja. Sie waren Local Rubbish Assistant. War Rubbish Assistant. Sieh mal an, wüsste ich ja nicht. Sagen Sie mal, warum satteln Sie eigentlich nicht um auf Call Dispatcher? Ja, warum eigentlich nicht, wa? Was macht denn so einer? Ein Call Dispatcher, der nimmt Anrufe entgegen. Hallo, weiter. Und leitet sie weiter. Können Sie telefonieren? Denke, müsste ich hinkriegen. Na, okidoki. Ach so, jetzt sehe ich gerade die Anforderungen. Haben Sie Database-Erfahrung? Abgeschlossenes BWL-Studium? Staatsexamen? Bachelor? Nee, im Moment nicht, leider. Also, ich habe die Hauptschule. Schade. Abgebrochen. Trotzdem. Trotzdem positiv denken. Immer positiv denken. Jobsuche ist eine Frage der Einstellung. Ich dachte immer der Anstellung, aber naja. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ja? Sie müssen raus aus Ihrer Defense. Ach, sag bloß. Natürlich. Gehen Sie in die Offensive. Inszenieren Sie sich. Machen Sie aus Ihrer Lage ein Happening. Happening. Und ihr macht gleich nächste Woche, also. Sagen Sie mal, warum lassen Sie sich eigentlich nicht headhuntern? Schon mal daran gedacht? Headhuntern? Doch schon hin und wieder, ja. Also, lassen Sie sich headhuntern. Ja. Nee, wird gemacht gleich nach dem Happening, wa?
Na, okidoki. Schön, dass ich Ihnen helfen konnte. Das war's jetzt? Wie, was denn noch? Was, Sag mal, du hast wohl nicht alle in der Birne, du kleiner Local. Du kleiner Local Rubbish Assistant, wa? Nö. Jetzt lässt du mir eine halbe Stunde ohne Dolmetscher und dann kriegen einen warmen Händedruck hier? Nö. Ich will sofort meinen Sachbearbeiter zurück. Ja, aber sofort diesen dicken Widerling. Ja? Diesen Schäfer, warum das denn? Das will ich dir sagen. Der gibt mir zwar auch keine Arbeit, aber er spricht wenigstens meine Sprache. Also los, ruf den an. Ich denk da überhaupt nicht dran. Pass mal auf. Du nimmst jetzt sofort den Dispatcher, ja? Nimm ihn. Und ich warne dir, ja? Noch ein englisches Wort und dann tippt man halt in den Löffel. Und zwar Premium. Und zwar Premium. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Na also. I call him. What?